Zum Thema Zehnerübergang ist mir was Schönes aufgefallen. Ich habe hab eine schöne alte Rechenmaschine, die bis in die 50er Jahre genommen wurde. Das ist sie. Die habe ich gefunden und die funktioniert noch. Und das Schöne ist, und das gucken wir uns gleich hier unten mal von näherem an, da kann man schön den Zehnerübergang den Kindern erklären. Man kann es allerdings auch, liebe Eltern, das kann man auch schön machen, indem man sagt, komm, setz dich mal mit ins Auto und man zeigt einfach am Kilometerzähler, wie die Einer immer größer werden und dann irgendwann, wenn sie voll sind sozusagen, weil die Einer ja nur eben bis 9 gehen, die Zehnerstelle nehmen und so weiter und so fort. Aber jetzt gucken wir uns das mal von nahem an. Ich stelle es mal näher, damit man das alles besser sehen kann. Jetzt geht es letzten Endes hier unten um die Anzeige. Da, wo ich den Pfeil hingerückt habe, hier unten, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich werde jetzt mal ganz einfach die Maschine vorwärts zählen lassen. Also 1, 2, 3, 4. Man musste da immer an der Kurbel drehen. 7, 8 und jetzt Achtung, 9 und jetzt sind die Einer voll. Und bei der nächsten Drehung plus 1 muss also, Achtung, das gucken wir uns langsam an, die 10 folgen, weil die Einer voll sind. Ich habe jetzt keine Einer mehr, ne, 0 und hier ist einer mehr. Jetzt addiere ich mal 3 dazu. Gucken wir uns das mal an. 10 plus 3 ist 13. Na. Oh, jetzt wollte er nicht richtig. 18. Naja, ganz funktioniert sie wohl nicht mehr. Aber Achtung, jetzt, wenn ich 3 dazu zähle, dann wären die Einer voll. Und siehe da, 18 plus 3 ist 21. Denn der Zehner, der war nämlich auch schon wieder voll und musste einen weitergerückt werden. Ich hoffe, das reicht als Anregung. Wie gesagt, einfach mal den Kindern zeigen anhand des Kilometerzählers. Dann können die sich das besser vorstellen, wie so ein Zählerübergang, Zehnerübergang funktioniert. Das gleiche kann man mit Hunderter stellen und so weiter machen. Also, ich hoffe, es hat ein klein wenig dazu beigetragen zum Verständnis. Mehr will ich ja nicht. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.